Hallo zusammen. Heute möchte ich euch ein neues Filtersystem vorstellen, das wir frisch bei uns im Sortiment aufgenommen haben. Und zwar ist es das Filtersystem von Agent Y. Diejenigen unter euch, die viel mit Schraubfiltern arbeiten, kennen sicher das Problem. Ihr habt mehrere Objektive mit verschiedenen Durchmessern und wollt aber nicht für jeden Durchmesser separat einen Filter oder einen Filteradapter kaufen. Für das haben wir euch jetzt die Lösung. Agent Y hat einen Filteradapter entwickelt, der im Durchmesser verstellbar ist. Und zwar nur durch einfaches Drehen. Ich zeige das euch gerade an einem Objektiv. Ihr habt einen Ring zum Heben und einen Ring zum Drehen. Drehen, heben. Und dann müsst ihr es nur noch draufklicken. Zum Abnehmen ist es das gleiche Prinzip. Heben, drehen. Und dann könnt ihr euren Filter bereits beim nächsten Objektiv montieren. Agent Y hat aber nicht nur Filteradapter, sondern auch Direktfilter. Hier das gleiche Prinzip. Heben, drehen, einstellen. Vorne drauf haben wir dann zwei Polfilter. Und zwar dient das einmal mit dem doppelten Ring ganz einfach als Polfilter zum Einstellen. Wenn man den gewünschten Effekt beim Polfilter hat eingestellt, kann man den vorderen Ring einstellen, den zweiten Polfilter. Dann hat man automatisch einen variablen ND-Filter. Der ND-Filter ist zwischen ND3 und ND1000 einstellbar. Mitgeliefert wird dann ein Case, dass eure Filter gut geschützt sind. Wenn ihr noch mehr Schutz wollt, gibt es jedoch auch die Rückdeckel, die separat erhältlich sind. Die sind magnetisch und sind so sehr schnell und einfach am Filter zu befestigen. Ich habe euch jetzt zwei Beispielbilder, die ich euch einblende, und zwar eines ohne Filter und eines mit Filter, damit ihr den Unterschied gut sehen könnt. Beim Bild mit Filter sehen wir den Polfilter-Effekt vor allem im Aarawasser, der weniger spiegelt und reflektiert. Und wir haben besser gesättigte Farben. Durch den ND-Filter konnte ich länger beleuchten. Das sehen wir einerseits beim aussteigenden Rauch unten links im Bild, der verwischt ist. Wir sehen es aber auch im Auto, das über die Straße gefahren ist, der auch verwischt ist. Und man sieht es im Aarawasser, das über die Steine abfließt und so sehr weich ist. Was wir leider nicht umgehen können, ist der sogenannte X-Effekt oder Kreuzeffekt. Den bekommt man vor allem im oberen Bereich des variablen ND-Filters. Ich habe euch ein Bild gemacht mit ND1000, wo ihr den Kreuzeffekt auch beim Agent Y-Filter sehen könnt. Hergestellt wird das Ganze aus Aluminium. Das heisst, es ist auf der einen Seite sehr wetterfest, plus wir haben zusätzliche Beschichtung drauf, wo man relativ wenig Fingerabdrücke drauf hinterlassen kann. Das erleichtert ihm sehr die Reinigung. Ich blende euch jetzt noch eine Grössentabelle ein, wo ihr seht, in welchen Durchmesser und welchen Grössen es die Filteradapter und die Filter gibt. Adapter kosten im Schnitt 50 Franken. Die Filter sind zwischen 220 und 300 Franken und die Rückdeckel sind bei 33 Franken. Jetzt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen lustig machen konnte. Ihr dürft sehr gerne bei uns im Laden vorbeikommen, um das Filtersystem auszuprobieren. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich.